Yo, meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Top 6 und zwar heute Top 6 Carry Supporter. Es gibt immer sehr viele Leute, die sagen, ja, hey, ich kann mit Supporter nicht carryen, mein AD Carry ist scheiße, ich kann da nichts machen oder dies oder das. Diese Champions, die ich euch jetzt zeigen werde, werden sich mit Champions beschäftigen, die auch ohne unbedingt einen guten AD Carry guten Impact haben können. Das heißt, dass ihr euer Team so ein bisschen carryen könnt, natürlich nicht solo, aber Champions, die großen Impact drauf haben. Ich möchte nicht zwingend sagen, dass Platz 3 besser ist als 4 oder 4 besser als 5, aber Platz 1 ist definitiv besser als 2 und 2 als der ganze Rest. Das heißt, 1 und 2 sind auf jeden Fall krass, die sind auf jeden Fall garstig, die geben auf jeden Fall Gas. Und wir gehen direkt mal auf Platz 6. Und auf Platz 6 habe ich einfach mal hier erwähnt und deswegen ist es schon sehr, sehr schwierig, was das ganze Ranking hier angeht. Damage Supporter. Ich möchte jetzt hier nicht zwingend nur Vel'Koz haben, wir haben jetzt hier erstmal Vel'Koz, aber ich würde hier auch erwähnen, zum Beispiel Brand, Annie und Karma und so Damage Supporter halt, die es halt so gibt, ne? Das Ding ist, solche Damage Supporter sind halt sehr, sehr situativ. Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich von den Damage Supportern Vel'Koz am besten finde. Darauf gehe ich aber gleich nochmal ein. Das Problem bei diesen Damage Supportern ist, dass sie, und deswegen habe ich sie jetzt erstmal ganz zum Schluss erwähnt, oder beziehungsweise ganz am Anfang, also schlusslichttechnisch. Das Problem ist, zum einen gibt es diese Feeding-Supporter, die ab und zu ist es nämlich wirklich so, dass diese Supporter, wer kennt sie nicht, die 08 Zyra auf der Botlane, die 07 Annie oder der 05 Brand. Also die hat man auch ganz oft, das heißt, sie sind oft alles oder nichts und zacken halt richtig hart rein. Sollten sie ins Late-Game kommen, ist es natürlich extrem krass, weil man quasi einen zweiten AP-Carry im Game hat. Oft ist es aber auch so, dass dann diese Leute ab und zu viel Damage bauen und keine Utility fürs Game bringen, ja. Zum Beispiel ein Supporter wie Alistar oder ähnliches würden irgendwelche Support-Items bauen und dem AD-Carry aus mit Mikaels oder irgendeinem Item beschützen, ihn am Leben halten und dadurch kann der AD-Carry im Prinzip mehr Schaden machen. Und diese Damage-Supporter sind meistens so, dass sie einfach nur auf Damage gehen. Natürlich kann das ziemlich cool sein, denn so eine Zyra kann man auch so einen AD-Carry one-shotten. Aber, ja, weiß ich nicht. Das geht natürlich auch sehr schnell in die Hose. Von diesen Damage-Supportern finde ich aber Vel'Koz am besten, denn er hat sehr, sehr hohe Range auf sein Q. Er hat ziemlich viel CC mit seiner E und sein Q. Und wird dadurch nicht so schnell in der Lane gekillt, kommt also relativ gut durch und hat enorm viel Power und Damage im Teamfight. So, wir kommen zu Platz Nummer 5 und das belegt, oder den belegt der gute Blitzcrank. Blitzcrank ist auch wieder ein sehr, sehr schwieriger Champion, denn Blitzcrank meiner Meinung nach eigentlich Top 1 irgendwo, wenn man ihn so möchte. Das Ding ist nämlich, wenn du mit Blitzcrank bei Minute 40 den AD Carry grabs oder den AP Carry, dann habt ihr das Spiel gewonnen. Dann ist GG. Dann ist das Spiel, dann habt ihr das Spiel in diesem Moment solo gecarried. Und das kann kein Supporter so wie er. Natürlich gibt es andere Grab-Champions, aber er grabt ihn halt direkt zu sich instant hin. Das Problem bei Blitzcrank ist, dass es halt, ja, es ist so ein bisschen abhängig, wie der Blitzcrank spielt, ne? Es gibt nämlich diese Blitzcranks, die grabben dann, und da spreche ich aus Erfahrung, die grabben dann den, entweder grabben sie gar nichts, weil sie nie treffen, und auch während der Laning Phase, ein Blitzcrank, der während der Laning Phase nichts trifft, ist komplett sinnlos. Oder es sind die Blitzcranks, die einen Cannon mitten ins Team grabben. Eine Morgana, ein Amumu, einen Tank, ein Volibear oder irgendwie sowas. Dieser wirft dann deinen AD Carry und du hast in diesem Moment verloren. Das heißt, Blitzcrank, wie gesagt, an sich extrem guter Carry-Supporter. Aber es kommt halt wirklich drauf an, wie man ihn gemastert hat, wie man ihn spielen kann. Denn sonst kann er, wie gesagt, gerade auf der Lane, jeder kennt diese Lane Blitzcranks, die immer nur die Minions grabben oder die auch nicht wissen, mit ihrem Druck umzugehen. Sobald der Blitzcrank nämlich, also ist ein Blitzcrank gebusht, hast du mega Respekt und Angst vor Blitzcrank. Grabt er aber einmal, dann ist er sinnlos. Dann weißt du, er hat keinen Grab mehr und dann kannst du ihm den ganzen Tag auf die Fresse hauen, ja. Und da ist so ein bisschen das Problem, dass viele gar nicht mit diesem Druck umzugehen wissen, ja. Viele Blitzcranks, die brauchen gar nicht grabben und sind trotzdem super, ja, machen super viel Druck auf den Gegner aus, obwohl sie gar nicht grabben, weil man der Gegner einfach weiß, er könnte grabben. Das ist immer so die Blitzcrank-Mechanik und dementsprechend Blitzcrank hier bei mir auf Platz 5, wenn er gemeistert ist, kann er natürlich extrem stark sein, wenn er aber scheiße ist, ist er extrem scheiße. Aber gerade im Late-Game, also dieser 40-Minuten-Grab, kann dann komplett mal doch ein Spiel carryen. Wir kommen dann auch schon zum nächsten Platz und der nächste Platz, der wird von einem Champion belegt, den ich selber sehr gerne spiele, aber tatsächlich in der Midlane und nicht auf der Support-Lane. Und das ist Morgana. Morgana ist ein sehr, sehr guter Carry-Champion, denn sie ist so eine, sagen wir mal, fast eine Weiterentwicklung von Blitzcrank. Nicht ganz so, aber sie hat natürlich die Bind-Mechanik. Und wenn ihr einmal gebindet seid, wie ihr das hier seht,
dann seid ihr tot. Das Binding hält auf Stufe 5 3 Sekunden. 3 Sekunden, wenn ihr so ein Binding auf dem AD-Carry landet, bei Minute 40, dann ist der tot. Wenn nicht gerade irgendwie Mikaels oder eine QSS oder sowas da ist, dann ist der einfach tot. Ja, das heißt, wenn ihr richtig gute Binding setzt, dann seid ihr richtig gut dabei. Und weitere Mechanics habt ihr trotzdem noch, denn ihr habt zum einen das Black Shield, um dumme Teammates zu beschützen, ja. Dumme Teammates, die ständig vorne an der Front sind und ihr scheiß Ezreal Q machen wollen, kommt dann Ash Arrow an und ihr seid schnell genug, könnt ihr das mit einem Black Shield verhindern und dafür sorgen, dass diese Person nicht stirbt. Ihr könnt auch solche Champions wie Tryndamere oder Nasus oder Vayne einen Black Shield geben und die nehmen dann komplett alles auseinander. Das heißt, ihr habt diese Black Shield Mechanik, ihr habt die Q Mechanik und dazu kommt die Ultimate. Ihr habt zusätzlich die Möglichkeit, Teamfights zu engagen. Das heißt, ihr könnt, ja, wenn gerade jemand out of position ist oder mehrere out of position sind, könnt ihr da reinflashen mit einem Stundenglas oder so ähnliche Items, könnt ihr da reinflashen und eine schöne Ultimate durchbringen mit sehr, sehr viel CC, und deswegen ist Morgana hier ein solider Champion. Sie hat eine solide Laning Phase, man kann, weil es ist nicht so wie bei Blitzcrank, ja, eine schlechte Morgana ist nicht so schlecht wie ein schlechter Blitzcrank, sag ich mal. Und trotzdem ist eine gute Morgana nicht so weit weg von einem guten Blitzcrank, also ist ein sehr, sehr solider Champion. Und gerade auch, wenn es darum geht, Leute zu CC'en, ja. Oft hast du so eine Riven, die extrem strong ist oder irgendwie so ein Top-Laner und den kannst du halt, du ultimatest ihn. Oder erst Q'st du ihn, dann ultimatest du ihn, dann Q'st ihn nochmal und dann vielleicht ein Exhaust noch mit dabei. Das heißt, du kannst so Leute ziemlich lange rausnehmen. Und deswegen hier Morgana Support. Der nächste Platz, der jetzt hier kommt, ist der gute Alistar. Alistar wurde schon eine Zeit lang nicht mehr gespielt, beziehungsweise wurde ein bisschen genervt, aber trotzdem ist Alistar definitiv ein starker Champion. Warum ist Alistar denn so stark? Was macht Alistar so stark? Alistar macht so stark, dass er ein Champion ist, der sehr, sehr viel Impact aufs Game haben kann. Denn er hat erstmal sehr, sehr guten CC, wenn man sein W und sein Q zusammennimmt, dann ist das wie so eine Malphite-Ultimate. Und jeder kennt eine Malphite-Ulti, die ist einfach richtig krank. Ja, er hat quasi auf 10 Sekunden CD circa eine Malphite-Ulti. Ist natürlich nicht ganz so flott, ist ein bisschen counterbar, aber trotzdem sehr, 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 sehr stark. Und deswegen, wenn ihr ständig diese Leute Gegner catcht, ihr könnt auf der Laning Phase Flash Q und den Gegner in den eigenen Tower hauen. Das klappt fast immer. Außerdem, wenn ihr wirklich Leute catcht, einen AD-Carry, der nach vorne kommt oder irgendjemand, so zum Beispiel wie diese Elis hier, dann macht ihr, dann könnt ihr diese Person catchen, knockt die in euer eigenes Team rein, oder also erstmal mit Knockback und dann Knock-Up, und dementsprechend habt ihr sehr, sehr viele Möglichkeiten, da aktiv ins Game einzuspringen, ja, das heißt, eine Janna zum Beispiel, ist der gegnerische AD-Carry vorne an der Front, habt ihr sehr, sehr wenig Möglichkeiten, da was zu machen. Ihr könnt sie slowen, okay, das ist nicht so geil, den Q-Storm, den würdet ihr auch nicht durchkriegen, und ein Flash-Ultimate, da werdet ihr selber tot, und das wäre auch absolut nicht worth. Mit Alistar könnt ihr bestrafen, wenn Gegner out of position sind, gerade in tiefer Elo sind Gegner immer out of position, oder auch in Dia sind, das ist auch für einige tiefe Elo, aber auch in Dia sind Leute ständig out of position. Und dementsprechend kann man sowas sehr, sehr stark bestrafen. Man kann, wie auch bei Morgana, Teamfights engagen. Und gerade so einen 3 bis 4, 5 Mann Knock-Up Ultimate, beziehungsweise nicht Ultimate, Ultimate mit auch mit drin, ist halt schon sehr, sehr stark. Was Alistar außerdem kann, ist Tower Diven. Wurde ein bisschen genervt. Trotzdem kann man mit Alistar extrem gut Tower Dives machen. Und gerade wenn man im Early Game abgehen will mit Level 6, so ein 3 Mann Gank Bot Lane, da kann man sehr, sehr viel oder sehr, sehr schnell einen Double Kill mit rausholen mit der Alistar Ulti. Da hält der Alistar wirklich enorm viel aus, und deswegen ist Alistar hier, finde ich, in meinen Augen ein Top Carry, und ich habe selber auch schon sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft Alistar gespielt. Dann kommen wir zu dem Platz Nummer 2, und es ist der gute Thresh. Thresh auf jeden Fall mein Platz Nummer 2, denn dieser Champion, der kann einfach alles. Der kann einfach alles, und er kann richtig krasse Plays machen. Er hat einen Grab, also er kombiniert sehr, sehr viele Sachen. Zum einen kombiniert er den Grab so ein bisschen von Blitzcrank. Ist nicht ganz so krass wie Blitzcrank. Dafür mit einigen anderen Vorteilen. Zum Beispiel, dass er sich selber hinterherziehen kann oder auch ein bisschen länger der Grab hält. Ansonsten hat er sehr, sehr guten CC mit seiner E. Das heißt, er kann Leute wegnocken. Und er kann sogar Leute bzw. Engages abbrechen. Ja, wenn ein Zack, Thresh ist der Counter für jeden Zack oder sowas. Wenn der reinspringt, dann macht er einmal seine E und der Zack Engage ist GG. Da passiert nichts. Er kann sehr, sehr, auch Leona. Gegen Leona funktioniert das auch. Das heißt, man kann sehr, sehr viele Engages abbrechen und trotzdem auch ziemlich viel CC'en. Außerdem hat man die Möglichkeit, Leute, die out of position sind, zu grabben. Man bietet sogar noch eine Laterne. Damit hat man zusätzliche Mobilität fürs Team.
kann Teammates beschützen oder quasi aus kniffligen Situationen rausholen. Oder kann sogar, so wie wir so Dragon Steals gehen, dass der Jungler runtergeht und zieht ihn dann mit der Laterne wieder raus. Und einem AD Carry, der wirklich absolut immobil ist, ein bisschen Mobility geben. Ja, so wie Vayne oder sowas, die sind ja auch absolut immobil, oder so eine Jinx. Und denen kann man dann einen zusätzlichen Escape geben oder überhaupt einen Escape-Spell. Außerdem haben wir dann noch die Ultimate, die natürlich sehr, sehr gut zum Sauen ist. Man kann damit auch schön die Leute super slowen und ein großes Gebiet abschotten damit. Also Thresh hier auf jeden Fall verdient, mein Platz Nummer 2. Absoluter Playmaker-Champion, kann einfach alles. Dieser Champ kann einfach alles und man kann wirklich, wenn man Thresh sehr, sehr gut gespielt hat, kann man wirklich sehr viel mit Thresh auch machen oder beziehungsweise rausholen. Im Gegensatz zum mit einer Janna, ich sag immer wieder Janna, aber mit einer Janna ist man einfach etwas begrenzt. Oder Soraka, du hast einfach nicht die Playmöglichkeiten und die hast du mit Thresh schon. Außerdem verfügt Thresh mit seiner Passive auf seinem E auch über extrem viel Schaden, ja. Das heißt, man kann mit der... Die Thresh Passive gibt ja, je mehr Seelen du hast, umso mehr Schaden machst du. Und da kann man dann schon sehr, sehr viel Schaden mit raushauen mit dem guten Dude. Und auch mal den einen oder anderen Kill finishen. Platz Nummer 1 ist Bart. Bart, viele haben es wahrscheinlich von euch schon gedacht oder geraten, dass es Bart werden könnte. Ich lasse einfach mal diese Szene für sich sprechen. Ja, gut. Bart. Wir sind bei Bart. Warum Bart? Bart ist, gehört eigentlich, beziehungsweise kommt in dieselbe Kategorie wie Blitzcrank. Das heißt, wenn ihr einen schlechten Bart im Team habt, dann ist das das Schlimmste, was euch passieren kann. Das heißt, ein schlechter Bart ist 0-12 Bart, ihr kennt diese Bart. Sie einfach nichts treffen, euch mit ihren Ultimates killen, useless sind, nur rumdörpen, trollen und keine Ahnung. Das ist das Schlimmste, was du haben kannst. Aber ein guter Bart, wenn du einen guten Bart im Team hast, dann hast du quasi fast schon einen Solo-Carry im Team. Also ich hatte auch schon mal so ab und zu diesen Solo-Carry-Bart im Team und du denkst dir einfach, what the fuck macht der da? Der bringt einen nach dem anderen um, CC't, ultimated und gewinnt einfach mehr oder weniger das Game für dich und haut einen Move nach dem anderen raus. Bart hat extrem viel Schaden durch seine Passive und durch seine Q, hat einen super geilen 2-Mann-Stun mit seiner Q, hat einen Heal, der ist okay. Der Tunnel kann halt sehr, sehr gute Mobility aufweisen. So kann man zum Beispiel einen Gank für, oder so einen Dragon Try machen. Das heißt, man macht den Tunnel rein und danach flasht er wieder raus. Oder kommt mit einem Lee Sin W wieder raus oder was weiß ich. Oder man kann halt auch Ganks vorbereiten. Und die Ultimate. Die Ultimate ist, glaube ich, das, was den Bart, was vor allem gute Barts und schlechte Barts ausmacht. Aber eigentlich alles. Aber auch gerade die Ultimate. Die Ultimate hat super viel Range und man kann mit der Ultimate richtig viele Leute catchen, die out of position sind. Man kennt immer so diese AD-Carries, die alleine irgendwo rumlaufen. Man wirft die Ultimate auf ihn drauf und zack, schon hat man quasi gewonnen. Oder was heißt gewonnen, aber man hat... Ja, man kann diese Person catchen und kann dadurch das Spiel vielleicht gewinnen. Also diese, oder gerade auch wenn man richtig gute Ultimates macht und man 2 oder 3 Leute am Tower festnährt. Oder, also das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt 5 Leute da hat, und 4 von denen werden geultet und eine nicht. Da kann man natürlich alleine die eine Person wegsnipen und die anderen 4 Leute können nichts machen. Ja, das heißt, man kann das Team richtig gut splitten. Und Bart hier, wie gesagt, mein Platz Nummer 1. Ein richtig guter Bart ist einfach der absolute Solo-Carry und macht richtig, richtig viel Spaß dazu. Ihr könnt mir sagen, was ihr davon haltet, welche Champs eure Top-Supporter-Champs sind, mit welchen Champs ihr euch carried. Und ja, tschüss, haut rein, wiedersehen und goodbye.